Ziegler, 26.02. Wir haben Freitag. Wir haben ein richtig geiles Workout heute vor uns. Und zwar Split Squats mit Dumbbell oder Kettlebell. Alles an Gewicht, was ihr habt. Und zwar dürft ihr so schwer wie möglich gehen. Habt ihr eine Stange, benutzt gerne die. Und zwar in den Nacken legen. Ihr dürft so viel Gewicht benutzen, wie ihr könnt und wollt. Und zwar soll es heute schwer werden. Wir machen 5 Runden mit jeweils 10 Split Squats pro Seite. 15 Minuten Zeit dafür, das heißt alle 3 Minuten sollt ihr mit einer Runde beginnen. Das heißt erst 10 rechts, dann 10 links, Rest der Zeit Pause. Wenn ihr schneller seid, dürft ihr auch gerne schneller durcharbeiten. Und wir haben einen schönen Finish am Ende, und zwar 100 Object Heel Taps. Sieht folgendermaßen aus. Ihr habt ein Gewicht, eine Nähe, ob ihr jetzt Kettlebell oder Dumbbell habt. Und dann heißt es am Ende hier einmal Bauch fest, Po fest und dann zack, zack, zack. Immer über das Gewicht drüber. Einmal rechts, einmal links ist eine Wiederholung. Und jedes Mal, wenn ihr eine Pause macht, macht ihr 10 Sit-Ups. Das heißt, braucht ihr irgendwann Pause, weil der Bauch sagt, braucht Päuschen, dann 10 Sit-Ups. Dafür 8 Minuten Timecap für 100 Heel-Taps pro Seite. Wer sagt, okay, ich muss aber alles 10, also 200 insgesamt, aber 100 pro Seite. Richtig geiles Teil. Dein Warm-Up startet heute mit 2 Teilen. Teil 1 sieht folgendermaßen aus. Ein 5 Minuten M-Rap mit Split Stance Jumping Jacks. Sieht folgendermaßen aus. Ein Fuß nach vorne, ein Fuß zurück und die Arme gehen trotzdem hoch und runter. Wer sich jetzt fragt, what? Ich zeige es euch. Also einmal zack, zack, zack. Arme hoch und runter, aber die Füße machen das. Okay? Zack, zack, zack. Jedes Mal Füße zusammen, einmal Split, einmal zusammen und das vor und zurück. 25 Stück davon, dann 20 Squat to Jumping Jack. Jetzt wird es ein bisschen leichter, und zwar Squat-Breite, wunderschöner Squat und dann einmal Füße breit und die Hände über Kopf zusammen. Wieder die Füße Squat-Breite, Hände tief, nächster Squat. Zack, 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 zack. Squat to Jumping Jack. Mountain Climber, 15 Stück hinten dran. Ganz normale Plank, schulterbreit die Hände, Bauch fest, Po fest, Knie zum Ellenbogen, gerne Füße ransetzen oder Füße weg vom Boden. Die Ellenbogen sollen, oder die Knie sollen die Ellenbogen immer berühren. Oder wer möchte das Ganze ein bisschen schneller, oder wer noch ein bisschen mehr will, setzt die Füße seitlich zu den Händen. 15 pro Seite heißt 30 insgesamt. Und nochmal, jetzt kommt die Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn du es zu Hause machst, Cartwheel. Radschlagen. Ich empfehle dir, egal in welche Richtung du gehst, immer großer Ausfallschritt, die Füße, die Hände seitlich aufsetzen und dann Füße zur Decke schmeißen oder zum Himmel, wenn du es draußen machst. 5 Stück und das Ganze ist M-Rap. Also 25 Split Stand Jumping Jack, 20 Squat to Jumping Jack, 15 Mountain Climber pro Seite, 30 insgesamt, 10 Stück Sit-Ups. Wisst ihr, habe ich vergessen. Und 5 Cartwheels, das heißt die 10 strikten Sit-Ups, gerne Fußsohlen zusammen und dann einfach ablegen und hier nur rein mit Kraft nach oben kommen. Gar nicht so leicht, wie ihr gerade gesehen habt. Wenn es hilft, gerne auch die Füße lang machen. Part 2 sind Quad Rockers, Hip Bridge und alles an ihren Pinchen, und zwar 2 Runde, maximal 5 Minuten soll das dauern. Und zwar startest du Quad Rockers einmal auf den Knien und dann Füße gerne etwas breiter auseinander und dann setzt du hier einmal rein. Wenn das gut funktioniert, Knie gerne breiter oder und Füße weiter auseinander, dass richtig die Hüfte targetiert wird und dann immer 10 Wiederholungen reinwippen. Hip Bridges heißt einmal, wir legen uns auf den Rücken. Fersen nah zum Gesäß, Hände weit nach außen und dann einmal Bauch fest, Lendenwirbelsäule zum Boden und dann schieben wir den Po so hoch wie wir können. Und das machen wir 10 Mal. Die dritte Übung sind dann alternierende Pigeon, und zwar einmal, wir starten mit dem linken Bein vorne, rein, Knie nach außen, Fuß nach innen, Hüfte tief zur Ferse schieben und hier gibst du dreimal rein. 1, 2, 3. Andere Seite. 1, 2, 3. Das Ganze 10 Mal, das heißt 5 pro Seite. Und dann startest du wieder vorne. 10 Squat Rockers, 10 Hip Bridges und 10 alternierende
Pigeon Stretches. Das war dein Warm-up. Jetzt kommen wir in Project Midline. Das heißt, wir haben heute drei schöne Blöcke, bevor wir noch in die Vorbereitung kommen für das Workout und dann am Ende zum Finisher. Das heißt, Start mit Project Midline. Sieht folgendermaßen aus. Wir machen 6 strikte Sit-Ups, 12 alternierende Plank Taps, Dumbbell oder Kettlebell, zeige ich gleich, wie das geht, und 12 alternierende Windmill. Also, Option 1, erste Runde, 6 Stück Sit-Ups. Hier gerne auch wieder die Option, wie wir eben schon gemacht haben, entweder Füße zusammen oder gerne lang. Und dann heißt es einfach nur Richtung Fußspitze mit den Fingerspitzen, wieder ablegen und wieder hochkommen. 6 Stück. Dann alternäre Plank Taps. Gehst in die Planke, stellst dir deine Kettlebell oder Dumbbell so weit weg, wie du es brauchst, dass du gerade so dran kommst. Das heißt, in die Planke, gerne Füße etwas breiter, Bauch fest, Po fest, Schultern über die Handgelenke. Das heißt nicht das hier, Schultern über die Handgelenke. Und dann die Kettlebell, das ist dein Gewicht so weit weg, dass du gerade so dran tippen kannst. Rechts und links jeweils 12 Wiederholungen. Und dann kommen alternierende Windmill. Das heißt, auch hier kannst du mit der Kettlebell oder mit der Dumbbell arbeiten. Einmal über Kopf bringen. Etwas breiter stehen. Option 1. Du lehnst dich zur Seite. Wichtig dabei, Ellbogen oben immer strecken und Blick da hoch. Gerne das Knie ein bisschen beugen. Und dann hier versuchen, tief zu kommen und wieder hoch. Ich empfehle dir, jedes Mal, wenn du die Hand wechselst, den Stand mal reinzunehmen, Knie beugen, nach oben schauen und rein. Willst du etwas mehr, kannst du auch mit gestreckten Beinen, und wer noch ein bisschen mehr will, auch gerne mit den Beinen breit nach außen. 6 pro Seite, 12 insgesamt. 2 Runden auch hier. Strikte Sit-Ups, 6 Stück. Alternierende Plank Taps, 12 Stück. Und 12 Windmill auch alterniert. Dann kommen wir zum Block 2. Und zwar hier geht es jetzt darum, um 5 Runden Wall Lying Hands to Feet. Po nah an die Wand, Füße hoch, Fingerspitzen über Kopf auf dem Boden und dann wie bei normalen Sit-Ups, aber diesmal bis zu den Fußspitzen. 8 Stück davon. Dann 6 L-Crunches. Hier ist es wichtig, dass du versuchst, die Füße nach oben zu bringen. Und jetzt geht es darum, einmal zack, 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 zack. Das ist wirklich Richtung Luft, Richtung Füße nach oben. Und die dritte, auch wieder 6 Wiederholungen. Und die dritte Übung, das sind 4 V-Ups. Und zwar hier jetzt Option 1, Gymnastic Crunches. Strecken, ranziehen. Ziel sollte sein, zack, zack. Das heißt, lang die Füße, Hände über Kopf und dann wie so ein Schnappmesser, zack, zusammen. 8 Wall Lying Hands to Feet, 6 L Crunches und 4 V-Ups. Hier jetzt wichtig, diese 8, 6 und 4 eine Runde sollten am Stück sein, das heißt unbroken. Und wer sich traut und wer sagt, die Challenge nehme ich an, diese 5 Runden am Stück zu machen. Das heißt, keine Pause dazwischen, Lying Hands to Feet, direkt L Crunches und den V-Ups hinten dran, das 5 Runden so schnell wie möglich durchziehen. Und für den letzten Block in der Midline haben wir alternierende Viper, strikte Leg Lifts und Bent Knee Lifts. Das heißt, sieht folgendermaßen aus. Davon machen wir nur eine Runde, weil der Bauch dann eh schon sehr intensiv dabei war. Aber alternierende Viper, wie zeige ich euch das am besten? Ah ja, den Rücken dazu. Und zwar legst du dich auf den Rücken. Hände weit nach außen, Beine strecken oder Beine leicht beugen und dann kommst du so weit nach unten, ohne dass die Beine abfallen, sondern die Hände bleiben fest auf dem Boden und dann 8-mal pro Seite wischen. Viper. 1, 2, okay? 8 Wiederholungen, dann straight leg lifts. Das heißt, hier bleibst du auf dem Rücken liegen und jetzt geht es darum, einmal zum Boden und direkt wieder nach oben. Zum Boden und direkt wieder nach oben. Bauch und Po fest und die Knie definitiv immer komplett gestreckt. Und dann das Ganze mit Bending Knee Lifts.
Das heißt, hier geht es jetzt darum, gebeugte Knie, denn dein Bauch wird dann ordentlich feuern. Gebeugte Knie, Fersen einmal auf den Boden tippen und wieder ranziehen. Nur eine Runde. 8, 8 und 8. Und dann dürfte es definitiv der ganze Bereich hier richtig on fire sein. Und dann gehen wir ganz kurz und knackig in deine Prep fürs Workout. Und zwar 10, 8, 6 und 4 Split Squats pro Bein. Hier geht es jetzt darum, hast du eine Dumbbell? Kannst du die Dumbbell dir schnappen, wo du willst, ob du sie in den Nacken legst, festhältst, wie du magst. Split Squats sieht folgendermaßen aus. Hüftbreiter Stand, weiter Schritt nach hinten, Ferse hinten hoch, vorderes Knie Richtung kleinen Zehenkern, dann machen wir einen Bean Lunge auf der Stelle, tippen auf und kommen wieder hoch und das direkt 10-mal hintereinander. Das heißt, wir bleiben auf der Stelle stehen. Hast du 10 Stück, Seitenwechsel und auch hier 10 Stück. Wie ein Squat, wie eine einbeinige Kniebeuge, nur der Fuß hinten stabilisiert, deswegen heißt es Split Squats, in der Split-Position im Squat gemacht. Dann sollte im Optimalfall das Gewicht immer gesteigert werden. 10, 8, 6 und 4, jeweils ein bisschen steigern, wenn du die Möglichkeit hast. Mit der Stange ist es super mit dem Gewicht. Ansonsten kannst du auch für die nächsten Runden einfach sagen, ich nehme zwei Gewichte in die Hand und dann auch hier deine Split Squats. Hast du schwere Gewichte, das heißt Dumbbell oder Kettlebell, dann nimm gerne die schweren anstatt oder mit dazu. 10, 8, 6 und 4 pro Seite und arbeite dich mit dem Gewicht nach oben. Und dann gibst du dir selbst 15 Minuten Maximum für 10, 10. Das heißt erst 10 mit dem einen Bein, dann 10 mit dem anderen. Und wenn du sagst, klappt gut, dann zieh das durch. Brauchst du eine Zeit lang, dann darfst du gerne pro Block 3 Minuten brauchen. Das heißt 10 und 10, 20 insgesamt, 10 pro Bein. Mit schwerem Gewicht soll es sein. Ansonsten, wenn du sagst, nö, ich habe es eh nicht so schwer, dann darfst du es gerne hintereinander wegziehen. Das heißt 5 Runden davon mit 10 pro Seite Split Squats. Direkt hinten dran, einmal tief durchatmen, Finisher für auch maximal 8 Minuten, 100 Object Heel Taps, wie eben schon gezeigt, auf dem Rücken liegend, Füße nach vorne, Brust raus und dann zack, zack, 1, 2, bis der Core richtig schön brennt, brauchst du eine Pause, machst du 10 Sit-Ups und gehst dann wieder weiter. Das ist der Freitag, ich wünsche dir viel Spaß dabei, hau rein! Volldampf. Tschüssle.